Halli, hallo, hier ist wieder euer Darth Steffen zockt zu einer neuen Folge Let's Play School of Dragons. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir legen auch gleich einmal los und suchen uns einen von den drei raus. In Minimu und raus bist du. So, Stellung ist gefallen. Viel Spaß. So. Mit Fischbein. Deshalb war ich hier. Können wir erstmal loslegen. Und ja, ich habe jetzt auch ein kleines Thema für diese Folge. Und da wir bei Dragons sind, bleiben wir auch gleich mal da. Ihr wisst ja, es gibt ein Handy-Game und doch ein Game für PC, Xbox und PS4, glaube ich. Und das werde ich natürlich demnächst auch versuchen für euch mal auszunehmen. Das wollte ich eigentlich schon lange machen, aber naja. Da kam so einiges dazwischen und ja, ich will zwar auch versuchen, das wirklich in der nächsten Zeit auch aufzunehmen und hochzuladen. Irgendwie. Ich denke mal, das werde ich irgendwie schaffen zu machen für euch. Und ja, wir versuchen damit doch so ein bisschen das Display Repertoire wieder aufzufrischen. Eigentlich wollte ich da nicht mehr zu viel mit Let's Plays machen, aber ich glaube, ein bisschen Abwechslung kann den Kanal doch gut tun und ein bisschen mehr Content und Abwechslung. Weil ich glaube, mein Kanal schläft ja so ein bisschen ein. Vielleicht kann ich dadurch noch so ein bisschen was wieder erwecken. Und es meine Zuschauer vielleicht etwas recht machen, dass ich mehr Abwechslung habe oder mehr spiele. Gut, ist dann zwar auch Dragons, aber es muss ja auch ein Spiel sein, was mir gefällt, was ich gerne spielen möchte oder spiele. Wäre ja doof, wenn ich ein Spiel spiele, worauf ich gar keinen Bock habe. Da wäre ja dann innerhalb von kurzer Zeit die Luft raus und ich hätte keinen Bock mehr auf das Spiel. Und das will ich natürlich auch nicht. Wenn ich ein Spiel anfange, möchte ich es auch gerne so gut wie es geht durchspielen. Oder schon ein paar Folgen bringen, bevor ich vielleicht es pausiere oder so. Daher möchte ich auch gerne, dass ihr das versteht, warum ich meist auf ältere Spiele spiele und nicht die neuesten Spiele. Weil es viele, viele alte Spiele gibt, die mir gefallen und die ich gerne spiele. Und Teil davon auch neue sind. Ja. Aber ich spiele vorwiegend halt ältere Spiele. Und das muss man dann auch als Zuschauer akzeptieren, der den Kanal abonniert hat, meine Videos schaut. Ich muss auch so ein bisschen das akzeptieren, was derjenige bringen möchte, was ihn Spaß macht und so weiter und so fort. Ist ja nicht bös gemeint, dass ich hier irgendwelche Spiele zeige, die euch nicht interessieren. Ich möchte halt einfach nur auch Spiele, die mir auch Spaß machen. Sonst bringt das ja alles nix. So. Die Fischfässer, okay. Ups. Das war natürlich klar, das holt sich der Drachen. Und kommt dann natürlich auch wieder, wenn er weiß, da gibt's Fisch. Oh, oh, oh. Na, okay. Na, guck mal, wo der hinschwimmt. Wo
wundere mich ja eigentlich, dass er schwimmt. Drachen fliegen ja eigentlich und schwimmen nicht. Aber okay. Was macht er da? Most impressive. Oh, der brütet im Meer. Der hat im Meer sein Nest. Alles klar. Oh, you are the best. Das ist man natürlich neu, dass Drachen im Wasser brüten. Na gut. Man kann immer nur dazu lernen, finde ich. Und das haben wir, glaube ich, gerade. Die wir einen Drachen gefunden haben, der im Wasser brütet. Okay. So. So, passt. Gut. Hier, ich habe ein Fischfass im Ärmel, in der Tasche. Okay, mit Botaniker bei den Docks sprechen. Das machen wir. Das machen wir. Das haben wir jetzt noch in der Folge. Das ist kein Problem. Ich immer die Drachen zum Laufen. Das geht nämlich relativ schneller, als wenn man so mit Fuß läuft. Der Drache rennt doch ein Stück schneller. Was einen schon viel Zeit spart, was das angeht. Ach, hier steht es ja schon. Okay. Achso, er stand schon daneben. Er stand nur im Drachen drin. Wieder nochmal zurückzukommen auf ein Thema mit meinen Dragon-Spielen. Ich werde sie hoffentlich demnächst mal anfangen und irgendwie aufnehmen. Muss dann nur schauen, wie ich es mache mit Bearbeiten und Hochladen. Das kann dann wieder ein bisschen vielleicht dauern, bis sie online kommen. Aber ich gebe, wie gesagt, mein Bestes, dass sie schnell online sind und online kommen, dass ihr wieder Vergnügen habt mit neuen Videos. Und ja, damit beende ich jetzt meine Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß beim Zuschauen und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Let's Play School of Dragons mit und von eurem Darth Steffen Zock. Bis dahin eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Darth Steffen sagt auf Wiedersehen und möge das Drachenreiterblut mit euch sein. Ciao mit V. Wir sehen uns genau hier zur selben Stelle, selben Welle wieder.